Es wird Zeit für den Hochstumpf bei PMR-Stickers. Da holen wir das dritte Wirklich-Segment. Und zwar kommen wir zu einem lustigen Level. Wenn es das ist, was ich gerade in Erinnerung habe. Und es ist sogar das Level, das ich in Erinnerung habe. Sehr schön. Ich denke, ich werde gar nicht groß erklären, was in diesem Level alles so passieren wird. Ich denke, es wird am besten sein, wenn man einfach sieht, was man hier machen muss. Hier oben die Zwillinge zu tun. Springen wir aber direkt in den Spaß hinein. So. Sag mal, ganz schön dunkel hier unten, findest du nicht? Aber irgendwo ist sicherlich ein Lichtschalter. Da ist er schon. Meine Damen, meine Herren! Wir bitten vielmals um Entschuldigung für diese Wartezeit, aber das Warten hat sich gelohnt. Es ist Zeit für die heutige Ausgabe der Snippet Show! Die Snippet Show von ihrem Moderator Snippet, dem Snippet, EP Super! Ja, endlich ist es wieder soweit, eine neue aufregende Ausgabe der Snippet Show. Mein Name ist Snippet und ich führe sie durch diese Show. In den nächsten 30 Minuten muss unser Stargast drei Aufgaben bewältigen, die ihm garantiert den Atem verschlagen. Unser heutiger Stargast ist der allergrößte, ein echter Hammer unter den Klempnerzangen, Mario. Ganz genau, der Mario. Und wenn er tatsächlich in der Lage ist, alle drei Spiele zu gewinnen, erhält er diesen absolut fantastischen Preis. Es ist ein Wickler-Segment. Ein Stück Wickler? Na, das ist im Grunde okay. Oh, es wird wütend. Und nun, ohne weitere Vorreden, unser Stargast. Mario, bist du bereit für die erste Herausforderung? Mario, das überrascht mich. Sag, was willst du tun? Wir könnten noch heimgehen, aber wir nehmen die Herausforderung an. Charlie Acceptus, du weißt, sobald das Spiel angefangen hat, können wir nicht garantieren, dass du... Nun ja, dass du überlebst. Gehst das Risiko trotzdem ein? Na, was denn sonst? Das nenne ich meine korrekte Antwort. Also gut, fangen wir an mit der Show. Hier ist unser erstes Spiel. Entscheidungspanik. Und hier kommt jetzt die Frage. Um zu antworten, springst du entweder mit... entweder gegen den Block mit... dem Haken oder dem mit dem X. Dabei füllt unser einmaliges Giftgas natürlich langsam den Raum. Und du weißt ja, kurz dran geschnüffelt heißt lange mit KP-Verlust bereut. Aber genug der Vorrede. Bist du bereit für die erste Runde? Trifft's oder, ach Gott, trifft's. Oder schnüffelt's. Ja, Mario, ich würde halt vielleicht schnüffeln. Also Mario und Cassie, zuerst mal korrekt haben. Da klebt die Cassie in einem Schild fest. Das ist korrekt. Das ist sogar richtig. Und der Kandidat bringt die zweite Runde auf. Mario, Kobas tragen Schuhe. Nun, ich kann mich nicht daran erinnern, dass... ja, das ist schon richtig. Das ist auch richtig. Guck mal, Frage Nummer 3 für unsere Kandidaten. Wenn im Sieg gerade 3 gipfelt, werden alle Gegner vergiftet. Das ist falsch. Denn Mario ist der Fröhliche, der weggiftet wird. Und es ist geschafft. Mario hat die erste Runde überlebt. Und es ist die Zeit für die zweite Runde. Nur jemand, der Bowser über so viele Jahre geärgert hat, kann in einem Raum voller Gift zurückbleiben. Jeder andere hätte sich die Nase zugehalten. Auf jeden Fall hast du die erste Stufe geschafft. Und weiter geht's zur nächsten Runde unseres Spiels. Und das mal mit einer Falltür. Tschüss. Oh, wieder ein bisschen Spannung mit Licht aufbauen. Genau, meine Damen und Gentlemen, Kumpel. Es ist Zeit für die zweite Herausforderung. Das große Hau den Sniffet Spiel. Hör gut zu, die Regeln sind ganz leicht. Unsere unbezahlten Sniffet-Praktikanten stecken ihre Köpfe durch die Löcher im Boden, ja? Verpasse ihn einfach mit B1 mit dem Hammer, bevor sie wieder unter der Bühne verschwinden. Gewonnen hast du, sobald du 20 erwischt hast. Ich müsste hier nicht erwähnen, dass dir auch bei diesem Spiel unsere Spezialgas das Atem in diesem Raum versüßen wird, oder? Dann lass uns anfangen. Triff's oder schnüffel. Na. Ja. Mir fehlt noch ein paar Leute hier. Ich hätte mich nicht vorher heilen sollen, bevor ich hier runtergekommen bin. Ja, da war ein Herz, verdammt. Nimm das Herz, nehme ich mir da mal gerade mal an mich. Das gibt mir ein bisschen Zeit. Ja. Und unser Kandidat schlägt sich wacker. Aber er ist doch etwas langsam. Wird er es im Endeffekt doch bringen? Oder wird er scheitern und sterben? Wie so viele andere vor ihm auch. Denn immerhin tun die meisten es immer schnüffeln und nicht treffen. Unser Kandidat schlägt sich wacker noch 5 Stück bis zum Sieg. Schafft er das mit noch 11 KP übrig? Da, 5 KP hat er sich wieder geheilt hier. Der Mann weiß genau, wie er mit seinem Herzen umgehen muss. Und weiter, jetzt noch einer fehlt. Wird es das Richtige sein und geschafft. Unser Kandidat hat auch Runde 2 erfolgreich gemeistert. Gar nicht schlicht, aber wer hätte er weniger erwartet von Beschützer des Pilzkönigreichs, vom Freund aller Toast. Keiner schwingt den Hammer so wie du. Stufe 2 hast du bestanden. Glückwunsch, und damit ist an der Zeit für unsere letzte Herausforderung.
Was war das eigentlich nochmal? Und nun, Shy Guys und Shy Guyinnen. Das spricht sich komisch aus. Zeit für die letzte Herausforderung unserer Sniffet-Show. Der Name des Spiels lautet: Das extrem aufregende Blöcke drehen. Also gut, einer dieser Blöcke ist als der korrekte Block markiert. Die anderen Blöcke sind alle Nieten. Zunächst mischen wir die Blöcke. Und wenn sie gemischt sind, setzt die Spannung ein, sobald du einen dieser Blöcke wählen musst. Triffst den richtigen Block dreimal, dann hast du das Spiel gewonnen. Triff den falschen Block. Ein aufregender Kampf gegen unser Sniffer-Team erwartet dich. Alles verstanden? Fantastisch, dann beginnt das Spiel, wenn unser Publikum das bekannte Kommando gibt. Triffst oder schnüffelst. Okay, meine Damen und Herren, der Herausforderer schaut sich die Blöcke gut an. Die Blöcke sind noch langsam, aber natürlich ist das die erste von drei Runden. Es wird noch schwieriger. Kann er jetzt aber gerade die Blöcke im Auge behalten? Wir werden es sehen. Nun mal probiert es. Ist das der richtige Block? Wir werden es sehen. Und es ist der richtige Block. Er kriegt sogar noch 5 KP dazu geschenkt. Einfach damit er die Kämpfe bestehen kann, falls welche kommen. Natürlich war es halt einfach, bei diesem Tempo den richtigen Block herauszufinden. Aber es fehlen noch 2 weitere Blöcke, dann hast du das Spiel gewonnen. Mach dich bereit für Block Nummer 2. Block Mix Marsch. Und wie wir alle schon Bescheid wissen, wird es jetzt schneller. Könnt ihr mithalten? Ich habe schon die Kontrolle verloren. Ich sehe es nicht mehr. Mein Körper kann es nicht mehr aushalten. Mein Body ist sowas von nicht wedgy. Und war das der richtige Block? Ja, es ist der richtige Block. Nummer plus 5 KP für Mario. Damit auch er sich glücklich fühlt und ein Herz hat. Sehr gut, ganz fantastisch. Aber hier endet deine Siegeserie. Diese Runde wirst du garantiert den kürzeren sehen. Wir fügen nämlich einen weiteren Block hinzu. Okay, du weißt ja bereits, wie es funktioniert. Triffst du noch einmal den richtigen Block, bist du durch. Blockmix Marsch, haben Sie es noch im Auge? Jetzt schon, jetzt nicht mehr. Ich versuche es gerade selbst. Ich glaube, ich habe den falschen. Ja, verdammt. Ich glaube, es ist der. Ah, Gott sei Dank, okay. Geschafft! Du hast alle Herausforderungen bestanden. Bist du sicher, dass du kein Sniffelblut in deinen Adern fließt? Mario, es quält mich, das zu sagen, aber damit verdienst du dir eine echte Sniffet-Gratulation. Und wie versprochen, deinen Preis. Bitteschön, nimm ihn dir. Yay, Entwicklersegment hat sich angeschlossen. Und damit endet die Snippet-Show auch schon wieder. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen, auch im Namen unseres heutigen Stargasts Mario. Ich hoffe, Sie finden das nächste Mal dabei. Ne, Sie sind das nächste Mal dabei, wenn ich Sniffet Sie zu einer Ausgabe der spannenden Snippet-Show begrüßen darf. Auf Wiedersehen! Ich hoffe, wir sind das nächste Mal dabei, wenn es wieder heißt, Bühne frei für die einmalige Sniffet-Show. Was ein Sportsmann, er winkt den Leuten zu, das nenne ich einfach nur hier Bühne frei, Bühnenmann, wie auch immer. Der Mann für die Bühne. Ich sollte nicht so laut reden. Hör mal, Mario, können wir miteinander reden, wir zwei erwachsene Sniffets? Du musst einfach wissen, das war eine fantastische Leistung da draußen. Es sah wirklich aus, als hättest du gar nicht anstrengen müssen, um die Aufgaben zu lösen. Und da liege ich da verkehrt? Wahrscheinlich bist du ganz einfach speziell und für spezielle Gäste wie dich haben wir eine spezielle Herausforderung vorbereitet. Wenn du diese spezielle Herausforderung meisterst, gibt es natürlich auch einen speziellen Preis. Und ich sagte, dieser Preis ist wirklich absolut fantastisch. Und was meinst du? Bist du Sniffet genug, um dich dieser speziellen Herausforderung entgegenzustellen? Natürlich, immer her damit. Ich habe nicht mehr so viel KP, ich würde mich ganz gerne erst heilen. Ach komm, immer her damit. Unsere Anwälte weisen dich ja auch diesmal darauf hin, dass wir dein Überleben quasi nicht garantieren können. Im großen Teil. Tut mir leid. Ich hole ihn gleich. Moment. Ich hole den Preis gleich. Jetzt hole ich ihn. Ja, ich bin bereit. Immer her damit. Ja, Anwälte. Quatsch. Anwälte hin und her. Sehr gut. Das ist die richtige Antwort. Dann starten wir unseren speziellen Wettbewerb. Es geht doch irgendwie immer nur weiter nach unten. Wie viele Ebenen nach unten haben die bitte? Willkommen bei der speziellen Herausforderung. Ich wusste, dass unser Mario sich dieser Herausforderung stellen würde. Und ich verspreche nicht zu viel, Mario. Dieses Spiel wird dir den Atem rauben. Und los geht's mit der Ultra Hau den Snippet Entscheidungspanik. Gut, das Quiz geht los. Mario, kennst du das Spiel? Antworte über den Haken mit der. Ja, egal. Der besondere Spaß in diesem Spiel ist, du kannst die Blöcke erst dann anspringen, wenn du 5 unserer unbezahlten Snippet-Praktikanten blöd gehämmert hast. Da, du musst also schnell denken, erst genug Snippets erwischen und dann nach der Erfahrung gut beantworten. Nur so gewinnst du dieses Spiel. Über eins würdest du dir keine Gedanken machen, denn bevor du das Gasaroma wird auch diesmal den Raum erfüllen und die Spannung hochhalten. Also, wollen wir das Spiel beginnen? Dann geht das los, das Kommando.
Triffst oder schnüffelt. Wenn du im Zigarat 3 Giftpilze hast, werden alle Nikin vergiftet. Das ist falsch, natürlich. Nur Mario wird vergiftet. Mario hat das Vergnügen, für Gift zu sammeln. Das ist falsch, ja. Ich muss mal die Frage merken. Das war jetzt in der Unser, aber Bowser kann tatsächlich aus. Ja. Absolut nicht ausstehen. Das ist natürlich falsch hier. Bowser kann Peach komplett leiden. Ja, ich treffe nicht. Bowser kann Peach natürlich ausstehen, das ist das falsch. Richtig. Wenn du einen Superschein entsagst, wirst du eine Zeit lang unbesiegbar. Das ist vollkommen richtig, ja, das. Die Fragen sind teilweise schon sehr dämlich, weil sie einfach unheimlich einfach zu beantworten sind. Aber ich denke, hier ist die Schwierigkeit am Giftgas gemessen. Insofern ist das schon okay. Geschafft. Bravo, du hast heute die spezielle Herausforderung gemacht. Großartig, bravo, Rose. Mit deinem nächsten Level wird würdig. Glückwunsch. Unglaublich, du bist auch mindestens zum Teil des Levels. Bravo. Und damit endet unsere Show für heute. Meine Damen und Herren des Levels, Dankeschön. Meine Damen und Mitsnevels, bitte einen tosenden Applaus für Mario. Vielen Dank, dass Sie das Shooter erwähnt haben. Dank Ihrer Begeisterung hat hier die Luft gebrannt. Es hat mir Vergnügen, Ihr Gastgeber sein. Ich hoffe, Sie sind auch bei der nächsten Snevels-Show wieder mit dabei. Hey, was wird zum Preis? Aber natürlich euer Preis, hier ist er. Wir fallen eh nur noch runter. War auch sehr schön, dass da dieser Wegklärsegment da noch im Hintergrund mit dabei war. Wir bekommen nämlich eine Heizung. Die können wir zum Kämpfen später, aber das ist natürlich, versteht sich von selbst natürlich. Was soll das denn sein? Naja, ist eine Heizung halt, die kann man schon gebrauchen. Das war es aber auch schon so ziemlich. Wir sind wieder hier, wunderbar. Jetzt können wir das Level abschließen. Ich weiß gar nicht, wenn ich diesen Sniffet-Kram noch einmal mache, glaube ich, bekomme ich nur Geld. Wobei ich das nicht weiß. Ich müsste es nochmal gerade durchspielen, um es zu wissen. Ja, so viel Rumgelabere hier. Was? So wenig Geld für die tolle Arbeit, die ich geleistet habe? Ist ja schwach. Wie gesagt, das Level, ich finde es wunderbar. Es gefällt mir sehr gut. Ist ein schönes Level. Ja, aber, also wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere. Och nee, du. Kannst du nicht einfach mal da bleiben, wo du warst? Ja, ich weiß nicht genau. Es kann gut sein, dass ich hier noch einen 5 KP plus erhalte. Wenn ich es nochmal mache. Soll ich es probieren? Ich probiere es aber gerade nochmal. Ich brauche nicht den ganzen Sprachkram nochmal mitzumachen. Das geht nämlich irgendwann schon auf die Stimme. Wir klicken den Text einfach durch. Meine Damen und Herren, ja, ist wieder Zeit und der Kram und Wartezeiten, bla bla bla, Snippet Show. Der Hype ist unten, entschuldige. Ja, Herausforderung annehmen. Vielleicht kriegen wir heute ja Herzen. So ein Herzfluss. Also, was ist die Frage denn heute? Fangen wir an, triffst du der Schnüffels, yay. Also, hatte ich wohl angekriegt als ein Glitzerhammer-Sieger. Nein, ist falsch. Kann mir kein Fliegen und gibt einem Wesen, das ist richtig. Nee, das ist falsch. Mario hat Luigi und Mario Luigi, oder keine Ahnung wen. Dann teilen wir nächste Runde, Runde 2. Am Ende kriege ich wirklich nur Geld hierfür. Das große Holy-Sniffel-Spiel. Mit den Fragen ist das deutlich lustiger. Also dann, Trumpfs oder Schnüffels wieder mal. Ah, jetzt läuft's aber gut. Jetzt treffe ich die alle relativ gut gerade. Ah, den habe ich nicht getroffen. Ah. Ich treffe keinen mehr. Ja, noch ein paar fehlen. Ah, der da unten. Und der da oben. Na, ah, der war so schnell wieder unten. Und einer fehlt noch. Okay, geschafft. Hey. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Na, die Texte scheinen anscheinend immer gleich zu bleiben. Schade eigentlich. Wäre schön gewesen, wenn die sich verändern würden. Lässt extrem aufregende Blöcke drehen. Wuhu.
Die dritte Runde von diesem Minispiel ist sogar teilweise schwer, muss man sagen, weil das so ziemlich schnell geht dann. Aber egal, los wir mal. Die erste Runde ist ja wie immer ziemlich einfach. Wenn man das hier nicht schafft, sollte man vielleicht mal zum Augenarzt gehen. Man sollte einen Augenorthopäden aufsuchen. Heißt das so? Ich weiß es nicht. Reden Sie mit dem Arzt oder Apotheker Ihrer Nähe. Boah, ich kann weiter drauf springen. Ich habe hier fast 50 KP. Wie habe ich das denn gemacht? Fast volle KP, wow. Ich meine, allein schon das da ist ziemlich schwierig. Für manche Menschen sicherlich. Weil man hier kann, weil mit ein bisschen unfokussiert sein, kann man hier ganz leicht vergessen, welcher der richtige Block ist. Aber ich meine, die nächste Runde wird ja noch schwerer. Wenn aber noch ein vierter Block dazu kommt. Also es ist schon nicht einfach. Okay, aufpassen, aufpassen. Ich glaube, das hier sollte es sein. Und ja, es war richtig wunderbar. Hab sogar volle KP, wunderbar. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich nur Geld bekomme oder ob ich auch von diesem Typen jetzt irgendwie KP Plus erhalte. Dann machen wir mal die spezielle Herausforderung, weil wir anscheinend für das normale gar nichts mehr bekommen. Ja, ich habe ja genug. Ich habe ja genug Herzen, insofern kann ich da ruhig runtergehen. Hab ja volle KP. Also gut. Ultra Haut ist Stifford entscheidungsbar nicht. Naja, wir wissen ja, wie es funktioniert. Die armen Sniffet-Praktikanten. Sie sind sogar unbezahlt. Hat das Spiel den Witz aus SpongeBob Schaumkopf geklaut? Was? Bowser Jr. trägt doch keine Brille. Das ist falsch. Es finden sich genau 30 Sniffets im Publikum. Das muss ich jetzt auch noch zählen, oder was? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Es kann stimmen. Ja, ist richtig. Ach, die Frage lesen. Ja, die tragen alle Schuhe, das ist richtig. Ja, komm her. Ja, ist schon richtig, tragen alle Schuhe. Okay, und jetzt ist Zeit für die tolle Belohnung am Ende. Ja, danke schön, gute Nacht und alles Mögliche. Lass mich runter, ich will meine Belohnung. Oh ne, es gibt einfach nur Geld. Ja, gegen Geld ist nichts zu sagen, schätze ich mal, oder? Gut, okay, dann habe ich alles getestet, was ich testen wollte. Es gibt nur Geld und sonst nichts. Naja, schade. So ein KP Plus hätte man hier verstecken können, mit einer neuen Herausforderung verbunden natürlich. Aber naja, was nicht ist, ist halt nicht. Sollte man sich nicht groß drüber beklagen. Und flieg nach oben, du kleines Sternchen. Boah, 1, 2, 3 Münzen. 3 ganze Münzen. Das ist ja schon fast viel. Nun gut, dann lass uns mal den Wegler da oben retten gehen. Beziehungsweise ihn einfach einfangen, weil er mir wegrennt. Wo ist er denn jetzt hin? Oh, ein Toad. Nur damit du es weißt, eben ist hier ein rundes gelbes Ding vorbeigekommen. Ich konnte ihm aber nur kurz zuzwinken. Wenn ich versucht hätte, dem Ding zu folgen, hätte ich mich garantiert verlaufen. Ja, das Telefon ignorieren wir kurz, da gehen andere Leute dran. Nun, da ich noch alles gut markiert habe, weiß ich ja ganz genau, wo ich lang muss. Aber ich denke, mittlerweile kann man gut erkennen, warum Kapitel 3 ein wirklich sehr gutes Kapitel in diesem Spiel ist. Es hat einfach die normale Länge eines Mario Paper Mario Kapitels und, naja. Es hat sinnvolle, Wii Wizards, kann man das so nennen? Man besucht einige Orte im Kapitel nochmal neu, um halt eben sowas wie diese Wickelsegmente zu holen. Und das war nicht irgendwie nervend gemacht, das war schon ganz gut gestaltet, muss man sagen. Ich glaube, hier musste ich dann gucken, dass ich hier rechts gehe, damit ich zu dem Wickler komme. Ich glaube, der Wickler versteckt sich nämlich hier irgendwo. Ach, und aber hier kann ich ja mal eine Tür draufkleben. Mal gucken, was die Tür hier bringt. Vielleicht ist da hier die Bowlingkugel.
Mal schauen. Ah nein, es ist nur ein Bass, würde ich es nennen. Oder ist es ein Bass? Ne, eine Violine, okay. Es ist eine kleine Version vom Bass, eine Violine. Es sah wie ein Bass aus, weil das ein bisschen... Weil es einfach im Vergleich zu Mario sehr groß war. Und dann nehmen wir gerade nochmal das hier mit. Und gehen die Mitte lang. Ne, warte, gehen rechts lang. Die Blumen verraten, dass es rechts lang geht, weil nur rechts Blumen liegen. Und guck mal da, da ist er sogar. Ach, ach genau, stimmt. Jetzt weiß ich, warum es hier jetzt weitergeht. Stimmt, der macht ihm jetzt den Weg frei, weil er gegen die Wand rennt hier. Einmal kurz aufräumen, weil wir jetzt genug Platz eigentlich wieder haben für Sticker. Noch vielleicht einen wegwerfen. Das brauchen wir nicht. Ach komm, weg damit. Weg damit. Warte, nein. Stopp, nochmal sortieren. Okay. Dann noch einen Seriensprung hinterher. Und dann können wir den Kerl wieder mitnehmen. Ach nein, er möchte kämpfen. Gott sei Dank habe ich meine Powerblocker nicht weggeworfen. Hey, ihr seid alle Teile des gleichen Körpers. Wieso weigert ihr euch alle, irgendwas zu lernen? Mario, bringt diesen frechen Segment in einen Angriff zur Vernunft. Nun, die Frage ist wirklich, warum? Wieso wollt ihr nicht zu eurem Körper zurück? Oh, die Piranha-Pflanzen leben noch, die haben irgendwie mehr KP. Nun, dass du im Boden bist, das wird dir rein gar nichts bringen. Anscheinend doch, okay. Anscheinend hat es dir doch was gebracht, im Boden zu sein. Ist wirklich schön interessant. Die sind alle ein Teil des gleichen Körpers. Warum sträuben die sich eigentlich so sehr dagegen, wieder zusammenzukommen? Komische Typen. Komm zurück, du blödes Vieh. Ich will meinen Powerblock zurück, den ich verschwendet habe. Immerhin können wir jetzt weitergehen. Ich glaube, da hinten finde ich die Bowling-Kugel. Kann das sein? Nun, ich finde auch Gegner. Die gehen sogar nicht weg. Ich muss sie töten, bevor ich in den Block komme. Mal schauen, was in diesem Block so drin ist. Vielleicht ist es ja irgendwas Besonderes. Ach, sieh mal an, wie viele Gegner das sind. Noch, warum nicht? Wie ich einfach gerade bei keinem irgendwie das Timing getroffen habe. Ja, greif nicht so schnell an hier. Überrasche mich nicht. Na wunderbar. Weil ich einmal A verfehlt habe, habe ich es nicht getötet. Ich verschwende Sticker auf Sticker hier. Na komm, wir haben noch eine Eisblume los. Weg mit dir. Ich verliere KP und Sticker. Das wird es hundertprozentig nicht wert sein. Oh doch, es gibt einen blauen Panzer. Schick, der glitzert sogar. Na, vielleicht ist es das doch wert. Was haben wir hier für Gegner dabei? Ah, so ein. Na, ich will den Panzer, den ich gerade gewonnen habe, nicht direkt schon wieder wegwerfen. Nehmen wir einen Glitzerwurfhammer. Nehmen wir das? Ja, na, nehmen wir einen glitzernden Normalhammer. Aber nur super schade. Na, hat nicht gereicht. Einfach A drücken, weg mit dir. Keiner braucht dich. Immerhin machen die eben keinen Schaden. Da kriegt man sogar nichts an Schaden, wenn man richtig blockt oder sowas. Den Kampf habe ich sogar mal schadenlos überstanden. Ja, drück doch nochmal den Knopf, mein Gott. So ein Haufen Sprungsticker. Nein, stopp, nein, 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 nein. Ich möchte hier sortieren. Das möchte ich tun. Weiter geht's. Hat es sogar irgendwo gelohnt, gegen die zu kämpfen? Ja, KP. Was genau bringt dieser Raum jetzt? Hier ist halt einfach nur nichts Großartiges. Hier gibt es auch nichts zu papierisieren. Der Raum existiert einfach nur. Komischer Raum. Da kann ich da rechts lang? Nee, kann ich nicht. Komischer Raum. Ah, guck mal da, das ist die Bowlingkugel. Das kann ich sogar im Spiel weiterkommen. Wunderbar. Und das kann ich schon wieder gehen. Ich will nicht zurücklaufen, das ist unnötig. Nun ja, aber das können wir in der nächsten Folge machen. Was wir halt mit der Baulichtung machen können. Also dann, bis zum nächsten Mal.